Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um mich bei Christine Aschbacher zu bedanken. Sie wissen, es sind die letzten Tage Vorwürfe erhoben worden, die ihre Diplomarbeit betreffen und auch ihre Dissertation. Und ich glaube, sie hat entschieden, ihr Amt sofort niederzulegen. Können Sie den Leuten garantieren, dass das nicht dann parteipolitisch eingefärbt wird? Und da brauchst du Leute, die etwas davon verstehen und auch die Gabe und die Fähigkeit haben, also diese Dinge, also die sehr komplex sind, zu verstehen. Mittwoch früh führten Ermittler eine Razzia in der ÖVP-Zentrale in Wien durch. Die Kanzlerpartei spricht von konstituierten Vorwürfen. Mehrere Büros von Mitarbeitern im engen Umfeld von Bundeskanzler Sebastian Kurz sollen durchsucht worden sein. Immer mehr ÖVP-Politiker sind inzwischen im Visier der Ermittlungsbehörde, ebenso bei Finanzminister Gernot Blümel, dessen Frau währenddessen mit seinem Laptop spazieren ging. Und ich werde in den nächsten Wochen eine geordnete Übergabe all meiner politischen Funktionen sicherstellen. Es war mir eine große Ehre, der Republik 10 Jahre dienen zu dürfen. Bundeskanzler Alexander Schallenberg tritt zurück. Der frühere Außenminister war erst seit 11. November Kanzler, nachdem der ehemalige Kanzler Sebastian Kurz im Zusammenhang mit Korruptionsermittlungen gegen ihn und sein Umfeld als Regierungschef zurückgetreten war. Im Jahr 2017 wurde ich als parteifreier Minister von Sebastian Kurz zur Regierungsarbeit eingeladen. Herzlichen Dank. Es war nicht immer nur einfach. Ich verhehle nicht, dass gerade das letzte Jahr in vielerlei Hinsicht ein besonderes war. Es war mir eine Ehre. Es war mir eine sehr große Ehre, diesem Land dienen zu dürfen. Von Herzen alles Gute. Nach fast 5 Jahren in der österreichischen Politik lege ich heute mein Amt als Wirtschafts- und Digitalministerin zurück. Ich kann mich gut erinnern an den Moment, als mich damals Sebastian Kurz angerufen hat, und ich danke für das Vertrauen.